Ja, einen wunderschönen guten Morgen an die zahlreichen Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar Einblicke und Trades aus dem Trading Room mit Oliver Najar. Oliver ist ja auch schon online. So, sobald wir, also bevor wir starten, möchte ich nur kurz auf die Risikohinweise aufmerksam machen. Ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht immer der von FX Flat mit der von FX Flat übereinstimmen. Insofern, Oliver, du bist bereit? Ja, ich bin bereit. Gut, dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß und übertrage jetzt das Wort an Oliver. Gut, danke schön. Gerne. Sehr gut. Kann man mich sehen, kann man mich hören? So, wunderbar, alles klar. Dann, da kommen schon die ersten Grüße aus München. Ja, schöne Grüße nach München zurück. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus zu diesen historischen Zeiten, möchte ich schon sagen. Historisch dahingehend, außerhalb der Börse haben wir das Corona-Problem. Das ist sicherlich historisch und bezogen auf Börse ist es dahingehend historisch, dass wir einfach eine unfassbare Volatilität haben. Und ja, schauen wir mal, was wir als Händler daraus machen können. Bevor wir anfangen, noch ein Wort zu mir, für den, der mich jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat. Mein Name ist Oliver Najar. Ich bin selbstständiger Händler hier aus Düsseldorf, bin diversifikativ markttechnisch orientiert unterwegs, handel im Kern eigentlich alle Produkte, bedeutet also CFDs, Aktien, Futures, bin da auch in der Regel auf allen Trendgrößen unterwegs. Ich habe jetzt extra in der Regel gesagt. Zurzeit bin ich eher mehr fast ausschließlich im Intraday-Handel unterwegs. Die größer längerfristigen Positionen, die sind abgebaut worden, wir sind ausgestoppt worden, komme ich aber später noch zu. Also generell handle ich alle Trendgrößen, Schrägstrich Zeiteinheiten, sprich also vom klassischen Intraday-Handel bis hoch Aktien auf Tagesbasis. Und ja, das halt an den klassischen Märkten. Dow Jones, Nasdaq, DAX, Bund, Gold, Öl, das, was sich halt bewegt. Was machen wir noch? Es gibt die Möglichkeiten von Ausbildung in verschiedener Form, von 1:1-Coachings bis hin zu Seminaren, Präsenzseminaren. Die fallen jetzt gerade flach, aber die werden wieder anlaufen, logischerweise, wenn jetzt hier diese historischen Zeiten auch mal irgendwann wieder abflachen. Was machen wir noch so? Wir haben Markttechnik Add-on entwickelt. Da gibt es ja doch schon einige mittlerweile da draußen. Irgendwie. Wir haben auch eins und das kann man mit Fug und Recht sagen, mit Abstand, denke ich so, das Nonplusultra in dieser markttechnischen Trenderkennungssoftware kreiert. Das gibt es mittlerweile für den Stereo-Trader, länger schon für den Agena-Trader und seit einem knappen Jahr auch für den Ninja-Trader. Und wir haben vor kurzem den Trading Room ins Leben gerufen. Das ist auch das Thema, worum es heute geht. Da werden wir gleich mal reinschauen. Da werde ich mal Trades zeigen, die wir dort machen und mal versuchen, so ein bisschen die Atmosphäre und den Inhalt, die Struktur etc. zu transportieren, was da so passiert. Und da gucken wir dann gleich mal etwas intensiver rein. Hier sei noch dem einen oder anderen meine E-Mail-Adresse gereicht. Falls es irgendwelche Fragen gibt im Nachklang, kann man mich unter najar@markttechniktrading.de in der Regel erreichen. Gut, fangen wir an. Bevor wir anfangen, noch der kleine Hinweis. Es sind ja nun mal historische Zeiten. Ich habe hier sei bitte direkt schon von vornherein entschuldigt. Gärtner, Handwerker und sonstiges im Haus und es kann mal im Hintergrund durch verschiedenste Maschinen
etwas lauter werden. Wir hoffen, dass es nicht so ist, aber falls es so ist, bitte ich das zu entschuldigen. Fangen wir an. Der Trading Room von der Theorie zur Praxis. Was war die Idee dahinter? Warum, wieso, weshalb? Es ist so, dass wir in den letzten Monaten, das war schon Q4 letzten Jahres, einige Webinare gemacht haben, wo wir den Kerngedanken, die Herangehensweise dieser markttechnischen Sichtweise erläutert haben. Wir haben in den Webinaren recht detailliert auf den markttechnischen Grundgedanken hingewiesen. Welche Funktion hat Markttechnik? Was hat es mit markttechnischen Setups auf sich? Was ist überhaupt ein Setup? Was ist eine übergeordnete Trendgröße? Was ist eine untergeordnete Trendgröße? Wir haben also in den Webinaren versucht, soweit das an einem Webinar möglich ist, so ein bisschen die Welt, die Sichtweise zu erläutern. Es gibt ja verschiedenste Herangehensweisen da draußen und das ist auch okay so. Wir haben da versucht zu erläutern, wie sieht der Markttechniker den Markt, aus welchem Blickwinkel sieht er den, wo nimmt er Risiken und wo lässt er das. Und logischerweise, der Zeit geschuldet, der Form eines Webinars geschuldet, ist das immer auch alles nur so ein Anschnitt gewesen. Und begrenzt, sagen wir mal. Da sind wir auf die Idee gekommen, warum machen wir das nicht so, dass wir das Ganze mit Leben füllen? Und damit haben wir dann den Trading Room ins Leben gerufen, wo wir eben die Dinge, die wir in diesen Webinaren im Vorfeld besprochen haben, so weit mit Leben füllen, dass wir das Ganze präsentieren, und zwar am Live-Markt. Die Leute sozusagen mitnehmen und denen zeigen, wie eröffnen wir die Position im Hier und Jetzt, welche Einstiegslogiken wählen wir, welche Stop-Logiken, welches Trade-Management wählen wir aus, welche Trading-Taktik wählen wir, wie sind unsere Gedanken zum Markt, warum, wieso, weshalb. Also wir haben uns da so ein Stück weit auf die Fahnen geschrieben, relativ viele Fragezeichen durch ein Ausrufezeichen zu ersetzen. Und somit ist im Grunde genommen dieser Trading Room geboren. Ich komme mal auf den Inhalt von diesem Trading Room, bevor wir uns die Trades dann im Einzelnen angucken. Wie läuft das inhaltlich ab? Wir zeigen da zweimal die Woche, dienstags und donnerstags, von morgens 9 bis abends 17 Uhr, was wir da tun. Wir schalten also live auf unsere Handelsschirme, durchgehend mehrere Stunden. Fangen morgens an mit einer Art Morning Briefing, mit einer Marktübersicht. Wir screenen dort die Märkte, wir gehen auf die News ein, etc. und filtern dort. Man sieht dort dann einen Übersichtsmonitor, wo die wichtigsten Märkte dargestellt sind, und filtern uns dort die aus unserer Sicht wichtigsten Märkte für diesen Tag dann raus, wo wir denken, das ist der Markt mit dem höchsten Potenzial, sich zu bewegen. Und begleiten dann diese rausgefilterten Märkte. Das sind dann 20 Märkte, von denen filtern wir uns drei, vier Stück raus. Manchmal auch fünf, manchmal auch nur zwei. Die filtern wir uns dann raus und begleiten die dann sozusagen über die ganze Handelssitzung und zeigen dann an diesen Märkten, die wir durch so eine Art Top-Down-Analyse herausgefiltert haben, wie wir diese Märkte handeln, mit welcher, wie gesagt, Trading-Taktik, mit welcher Einstiegslogik, mit welchem Trade-Management wir das Ganze machen. Zeigen auch laufende aktuelle Trades oder gehen die dort halt konkret neu ein und machen logischerweise auch auf die ein oder anderen gute Handelsmöglichkeiten aufmerksam. Inhaltlich ist es so, dass wir da tatsächlich einen Mehrwert geben. Wir wollen dort in dieser Räumlichkeit Fachwissen vermitteln. Wir können da logischerweise keine kompletten Seminarinhalte oder Coachings darstellen. Das ist auch gar nicht Ziel der ganzen Nummer. Wir wollen dort Denkanstöße geben. Neben dem Live-Handeln wollen wir halt auch mal so dem einen oder anderen vielleicht mal provozieren, vielleicht out of the box zu denken und mal vielleicht das ein oder andere mit in seinen eigenen Handel einzubauen.
Wir zeigen dort, wie wir Risiken bewerten. Und wir zeigen dort auch, wie wir Plus- und Minus-Trades machen. Ihr werdet jetzt gleich die Trades sehen. Ich sage voraus, da sind auch Minus-Trades dabei, weil die können wir nicht wegzaubern. Die sind das ist eine realistische Gegebenheit. Und ihr seht da sozusagen, wie wir die Trades generell vom Eingehen bis zum Schluss, entweder durchs Take-Profit oder eben durchs Stop-Loss sozusagen dann managen. Wir kommentieren unser Handeln. Das ist also auch so, dass wir zu den einzelnen Trades dann auch was sagen. Was wir nicht tun in diesem Room ist, wie gesagt, so eine Art Stammtisch-Atmosphäre aufzubauen. Schweigen auch mal. Es gibt auch mal Phasen, wo es nichts gibt. Da setzen wir uns auf den Händen. Also da sitzen wir auf unseren Händen. Es ist nicht unsere Aufgabe, euch mit irgendwelchen Veteranengeschichten aus der Vergangenheit zu unterhalten. Das bedeutet, wir haben da eine gewisse Ablaufstruktur, eine gewisse, ich möchte sagen, Funkdisziplin auch, wo wir tatsächlich versuchen, euch den Handel aus professioneller Sicht ja, 1:1 Kontext weiterzugeben. Was wird da gehandelt? Welche Produkte werden dort gehandelt? Gehandelt werden dort Aktien, Futures und CFDs. Aktien auf höheren Trendgrößen, Schrägstrich Zeiteinheiten, also auf Tagesbasis. Wir handeln dort für den klassischen Intraday-Handel sehr viel auf Futures, aber auch auf CFDs. Da komme ich dann später jetzt gleich nochmal zu. Als aber auch, wenn wir über Produkte sprechen, auf verschiedenen Handelsplattformen. Das heißt also einmal, das Handelsinstrument unterscheidet sich. Wir sind da jetzt nicht nur auf Futures unterwegs oder nur auf CFDs oder nur auf Aktien, sondern wir bedienen uns da im Grunde genommen aus allen Welten und wir sind dort auch auf verschiedenen Handelsplattformen unterwegs. Wir haben ja gerade in dem Sheet gesehen, für den Stereo Trader jetzt als letztes auch das Add-on rausgebracht. Wir sind auf dem Ninja Trader unterwegs mit unserem eigenen Produkt on top und auch mit dem Agena Trader. Das heißt also, wir sind da relativ breit aufgestellt. Für wen ist der Room geeignet? Grundsätzlich für alle, die jetzt so relativ tief abtauchen möchten und sich diesem Thema widmen möchten. Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Wir haben da jetzt gerade auch schon einige Leute im Room, die sind schon sehr weit und auch die haben uns gestern in der Sitzung nochmal attestiert, dass sie tatsächlich gedanklich da auch richtig angetrieben worden sind in der letzten Zeit nochmal über Auch die diversen. Stereo-Sein nicht einbehalten, danke, Wiedersehen. Ja, das ist es ja. Sorry. Sondern? Hört man mich? Wolfgang? Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ja, jetzt höre ich dich. Ich war technisch gesehen gerade vollkommen raus. Okay. Einmal war das Ich Bild weiß weg und jetzt hört man im Hintergrund jemanden sprechen, glaube ich. Ich weiß es nicht, woher das kommt. Ja, meine Frau arbeitet ja auch hier zu Hause. Die spricht gerade insofern. Okay, dann würde ich Das sagen. Trading Room ist immer noch aktuell, ne? Ja, genau, der Trading Room und dann Okay. steht da Inhalt, Struktur, Produkte. Das sehen die Leute auch, glaube ich, Ja, gerade. okay, gut. Alles klar. Ja, ich sage, Genau. ich war technisch gesehen gerade raus. Ich hatte gerade einen Abbruch und deswegen alles gut. Dann machen Okay, dann wir weiter. würde ich sagen, Okay. du mutest dich einfach und ich ziehe einfach weiter durch. Ja, genau. Super. Danke Gut, dir. okay. Gerne. Ja, das ist so bei einer Live-Schaltung, insbesondere vor diesen historischen Zeiten. Wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn jetzt hier gleich auch noch meine Kids reinkommen, beziehungsweise einer, der andere kann ja noch gar nicht laufen. Den bauen wir dann auch noch direkt mit ein ins Webinar. Gut, machen wir weiter. Für wen ist der Room da geeignet? Also wir haben da tatsächlich auch Leute, die relativ weit fortgeschritten waren oder sind und die haben uns gestern auch nochmal attestiert, dass wir die da in die richtige Richtung gedanklich nochmal feingetunt haben. Vor allem ist dieser Room für die geeignet, die berufstätig auch sind. Wir haben Leute dort, die den ganzen, also die viel Zeit haben
Und es gibt Leute, die sind da beruflich eingebunden und auch für die ist dieser Raum geeignet, da wir, und da steht es ja auch, die Sitzung alle aufzeichnen und anschließend online zur Verfügung stellen. Das heißt also, wir drücken morgens einen Aufnahmeknopf, nehmen alles komplett auf und schneiden da auch nichts. Also so viel Arbeit machen wir uns da jetzt auch nicht drauf, sondern stellen es so, wie es ist, dann halt online später zur Verfügung, so dass derjenige, der mal nicht an einem Dienstag oder Donnerstags Zeit hat, komplett sich das dann abends auch nochmal anschauen kann. Thema Zeit, das ist mir ganz wichtig. Wir handeln da also auch nicht nur Intraday. Logischerweise, wenn wir morgens da anfangen, ist der Schwerpunkt, das Augenmerk schon Intraday. Das heißt also ein relativ kurzfristiger Handel. Das bedeutet aber nicht, dass wir da nur irgendwie rein und jetzt sofort wieder rausgehen, sondern wir haben da auch Trades, die länger laufen. Nichtsdestotrotz sind wir dort, wie gesagt, das ist das eigentliche, ich möchte sagen, Fleisch am Knochen schon kurzfristig unterwegs, auch wenn es nicht gerade direkt das direkte Scalpen ist. Wir knabbern also nicht nur am Markt, wir versuchen richtige Punktespannen rauszuziehen, aber wir machen generell auch abends immer den Blick auf die Aktien. Das heißt also, neben dem klassischen Intraday-Handel, den wir da betreiben, haben wir auch ein Portfolio aufgebaut. Tagesbasis zeigen wir, wie wir dort Aktien screenen, wie wir auf die Trades kommen, wie wir die Aktien auch filtern, wie wir sie finden und wie wir sie handeln. Auch die Trades zeige ich gleich mal. Es ist so, dass wir im Zuge dieses Marktschocks jetzt aus dem Depot eigentlich gefallen, also geflogen sind. Wir sind relativ weit oben auch geflogen. Wir haben jetzt diesen eigentlichen Abwärtsschock nicht mitgemacht mit unseren Aktien, weil wir halt dementsprechend clevere Stop-Logiken angewandt haben. Und dieses Portfolio, was jetzt im Grunde genommen leer ist, das werden wir jetzt im Zuge, sobald sich der Markt hier auch beruhigt, wieder neu aufbauen. Das heißt also, neben dem klassischen Intraday-Handel werfen wir auch einen Blick auf den Aktienhandel auf Tagesbasis, gehört also auch zu unserem Spektrum. Und auch das zeigen wir da mal. Das heißt also hier gerade für Berufstätige, die jetzt nicht in diesem klassischen Intraday-Handel unterwegs sein können, der Zeit geschuldet, haben wir auch hier im Grunde genommen dann die Möglichkeit mal, beziehungsweise die haben dann die Möglichkeit dann, sich das mal anzuschauen. Gut, kommen wir konkret zu den Trades. Das ist jetzt ein Querschnitt. Ich habe jetzt mal ein paar Stück rausgesucht. Um so ein Stück weit das zu transportieren, wie das da so abläuft. Der erste Trade ist hier der gewesen. Ich muss noch einmal ganz kurz eine Rückfrage halten an die Teilnehmer. Kann man mich noch gut sehen? Wunderbar. Sehr schön. Georg, du bist sehr schnell. Das gefällt mir. Das hier ist so ein Trade, der ist vor kurzem erst jetzt hier im Room gemacht worden. Im DAX Future. Das ist, ich sage es von vornherein, jetzt nicht so, dass wir ausschließlich nur im DAX oder sowas rumtouren. Ganz im Gegenteil. Wir handeln die Märkte nicht aus dem Aspekt eines Lieblingsmarkts. Marktes oder sonst irgendwelchen naiven Dingen, sondern wir handeln einfach nur einen Markt aus dem Aspekt, ist er in der Lage, Geld abzuwerfen, ja oder nein. Das ist eine sehr trockene Sichtweise, eine sehr differenzierte Sichtweise, aber das ist eine Sichtweise, die dem Portemonnaie gut tut. Und es ist nicht so, dass wir dort nur den Euro-US-Dollar oder nur den Dow oder nur den DAX handeln. Ganz im Gegenteil, das sind die unterschiedlichsten Märkte, die wir da handeln. Also da von vornherein der Hinweis, es gibt keine Lieblingsmärkte dort. Was transportiert dieser Trade? Das ist hier ein Trade gewesen, der das beinhaltet, was wir eigentlich auch suchen für den Intraday-Handel. Was suchen wir? Wir suchen A, eine günstige Low-Risk-Strategie. Strategie, also ein Low-Risk-Einstieg. Ich möchte, wenn ich einen Einstieg suche, der nicht das Hauptaugenmerk darstellt im professionellen Handel,
trotzdem aber im Sinne des Einstiegs immer einen Einstieg haben, der günstig ist. Das heißt also wenig Risiko beinhaltet. Und dieser Trade, da kann man auch sehen, wie wir hier arbeiten, der hatte wirklich tatsächlich ein günstiges, der Volatilität der aktuellen logischerweise geschuldet, nur knappe 18 oder 20 Ticks zu Beginn. Und ist, und das wollte ich hier mit diesem Trade transportieren, zügig angelaufen. Also wenige Minuten später stand er halt deutlich höher. Wir suchen uns also dort Trades, die zügig anlaufen. Im Intraday-Handel möchte ich, beziehungsweise im kurzfristigen Handel ist mein Ziel, kurzfristig Geld aus dem Markt zu ziehen. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Trade um 10 Uhr eingehe, dann erwarte ich, dass der Markt in einer sehr kurzfristigen, daher kurzfristiges Trading, auch in einer kurzfristigen Zeitspanne auch dementsprechend ins Geld läuft und nicht erst um 10:30. Denn wenn er erst um 10:30 loslegen würde, dann bräuchte ich ja auch dieses Marktrisiko in der Zwischenzeit nicht zu tragen. Von daher sind wir darauf aus, in dem Room da auch im kurzfristigen Intraday-Handel auch Situationen abzugreifen, wo der Markt dann auch dementsprechend zeitnah dementsprechend auch in die Richtung geht, die wir hier favorisieren. Das heißt nicht, dass wir ständig da erwarten, dass wir jetzt den Trade machen und der Markt bitte 300 Punkte in einer Kerze macht. Das ist naiv. Wobei in den heutigen Zeiten auch diese Trades hatten wir tatsächlich. Die habe ich jetzt hier aber nicht transportiert, aber das kann ich mal beim nächsten Webinar machen. Wir hatten hier tatsächlich auch Trades, die unfassbar stark losgerannt sind. Aber die lasse ich jetzt mal weg. Die stellen jetzt nicht die Regel dar. Von daher, hier haben wir einen Trade gehabt, der das beinhaltet, das, was wir suchen, nämlich einen gewissen zügigen Anlauf. Der nächste Trade ist eigentlich hervorragend, um auch das auf den Kern zu bringen, wo unser größtes Augenmerk liegt. Es ist nicht so gesehen der Einstieg, der das Maß der Dinge darstellt, sondern in dem professionellen Handel ab einer gewissen, ich möchte sagen, ab einer gewissen fachlichen Anhöhe ist immer das Augenmerk auf den Ausstieg. Also wird immer auf den Ausstieg gelegt. Und den Ausstieg kann man entweder durch einen Stop-Loss generieren oder durch einen Take-Profit. Und in dem Trade, und das sieht man hier sehr hervorragend, der Markt ist sozusagen, bildet hier eine übergeordnete Trendgröße. Nochmal, kurzer Hinweis, jetzt schaut euch die alten, was heißt alten, die letzten Webinare an, die wir hier so ja, vor dem Jahreswechsel und nach dem Jahreswechsel bei FX Flat gegeben haben. Da erklären wir übergeordnete Trendgrößen, untergeordnete Trendgrößen. Das sieht man hier auch in Form der Trendvisualisierung. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ihr könnt euch ja im Nachklang an dieses Webinar mal die anderen Sachen anschauen. Und dann kann man das jetzt vielleicht auch nochmal in einen anderen Kontext setzen. Dann dieser Trade, der transportiert ja hervorragend das, worauf wir aus sind. Wir gucken immer auf den Ausstieg, entweder in Form von Stop-Loss oder Take-Profit. Und wenn ich eine Trading-Opportunity, eine Möglichkeit vom Markt bekomme, wo ich einen extrem günstigen Stop geboten bekomme, dann nehme ich den Trade sofort. Ja, dann nehme ich dieses Risiko. Und dieser Markt hat hier einen sehr schönen Verlauf hingelegt, der Markt kam runter in die Korrektur. Das ist jetzt tatsächlich ein Touch-and-Go gewesen. Wir haben einen Fill gekriegt. Ich hatte hier ein Risiko auf 3 Ticks, was in der heutigen volatilen Phase sehr wenig ist. Und der Markt ist relativ zügig angelaufen und hat auf dieses extreme Low-Risk-Profil auch dementsprechend ein ordentliches Auszahlungsprofil hingelegt. Stichwort CRV, kommen wir später nochmal zu. Das ist auch eine Kenngröße, auf die wir so ein Stück weit achten. Beim Thema CRV muss man immer gucken, aus welchem Blickwinkel betrachtet man da. Da gibt es, ich möchte sagen, einfach ein paar nicht so gute Binsenweisheiten dazu. Können wir mal gucken, vielleicht kommen wir gleich nochmal dazu. Kann man das ein bisschen tiefer beleuchten. Fakt ist, dieser Trade ist auch so ein
Trade, der ebenfalls ganz gut transportiert, was wir versuchen in dem Room darzustellen. Also Risiken zu bewerten, also wir wollen natürlich viel Geld verdienen, logischerweise auf der einen Seite, aber wir wollen immer im Vorfeld wissen, was kostet uns der Trade, wenn er nach hinten losgeht, und achten sozusagen immer auf Möglichkeiten, weil wir haben auch Minus-Trades, und das sogar zwei, drei, viermal hintereinander, nochmal, weil es so schön ist. Wir haben Minus-Trades und das auch gerne zwei, drei, viermal hintereinander. Nur die Minus-Trades, die kosten uns eben nicht viel. Das ist sowieso ein sehr großes Thema, Geldmanagement, ein sehr wichtiges Thema, was wir da auch ein Stück weit anreißen im Boom. Und deshalb sind wir in der Lage, auch ohne Probleme nachzulegen, sprich Thema Wiedereinstieg, da auch immer wieder nachzulegen und Trades zu nehmen. Der Trade war Touch and Go und dementsprechend ein gutes Auszahlungsprofil hingelegt. Das hier ist ein extrem kleines Risiko gewesen. Der nächste Trade ist eher mehr der Norm entsprechend gewesen. Der transportiert hier sehr gut, dieser Trade, die Geschwindigkeit, was heißt die Geschwindigkeit? Nochmal, wir suchen jetzt hier nicht irgendwie Märkte, wo wir den Trade machen und der Markt massiv losrennt. So viel Glück haben wir auch. Das kommt sicherlich auch vor, aber es gibt auch mal Trades, die sind sehr zäh. Nichtsdestotrotz, dieser Trade hier transportiert sehr schön, ich sage jetzt mal, der transportiert ein sehr schönes normales Low-Risk-Risiko. Das bedeutet, wir haben hier eine übergeordnete Trendgröße dargestellt durch diese etwas dickere Linie, die gerade anfing zu leben. Das heißt also, die ist gerade frisch entstanden, diese übergeordnete Trendgröße. Der Markt untergeordnet hat jetzt hier diesen Trend gemacht. Ich habe den Markt hier aus der Korrektur sehr sauber auch erwischt. In dem Fall waren es 9 Ticks, 10 Ticks knapp. Der Markt ist kurz nochmal hier runtergelaufen und ist dann zügig hochgelaufen. Auch hier ist es eine Situation gewesen, die wir relativ schnell abgreifen konnten im Sinne von Druckverhältnissen, wo der Markt sozusagen die eigentliche Kernrichtung wieder aufgenommen hat innerhalb eines markttechnischen Setups, was wir halt auch mit einem sehr geringen Risiko dahingehend nutzen konnten, hier die Position relativ zügig ins Plus zu hieven. Genau. Das war auch ein sehr schöner Trade. Jetzt gibt es nicht nur Plus-Trades, habe ich ja gerade gesagt. Nein, wir leben auch die Minus-Trades. Nein, da in die Richtung muss ich gehen. Und hier seht ihr, dass auch mal so ein Low-Risk-Trade nach hinten losgehen kann. Das seht ihr hier. Da haben wir schon den ersten Versuch mal gestartet. Da hat der Markt uns ein sehr unglückliches Nein kassiert, auf dem Tick genau rausgeholt und dann hoch. Was wir aber tun, und das ist das, was wir auch in dem Room transportieren, ist euch zu zeigen, wie wir damit umgehen. Ja, was machen wir? Wir sind nicht vor Minus-Trades geschützt, logischerweise. Aber was machen wir im Nachklang nach so einem Minus-Trade? Wie verhalten wir uns? Und auch das füllen wir mit Leben, indem wir eben zeigen, wie verhalten wir uns, wie gehen wir mit der Situation um. Und die Antwort ist halt großes Thema Wiedereinstieg. So sieht das Ganze dann dementsprechend aus. Wir würden uns also nicht abschütteln lassen, nur weil wir mal ein Nein kassieren. Wir bleiben sozusagen dran. Der nächste Trade, der ist auch so ein bisschen, der transportiert auch ganz gut aus dem Blickwinkel von CRV, das, was wir suchen. Das heißt also, wir haben hier ein Signal gehabt, ein sehr sauberes, was wir gehandelt haben. Wir sehen hier haben wir eigentlich ein Stop-Management angewandt, was wir in der Regel eigentlich nicht anwenden auf dieser Zeiteinheit. Das haben wir das jetzt mal gemacht, um uns dementsprechend hier
relativ gutes Payout zu sichern. Man kann es jetzt nicht sehen, in diesem kleinen Kästchen ist ein CRV von über 2,4 oder 6. Der Markt ist auch noch weiter hochgelaufen. Das ist ja das Kernziel. Du gehst ein Risiko ein, du willst für das Risiko bezahlt werden, aber nicht irgendwie, sondern halt in einem vernünftigen Auszahlungsprofil. Es ist also immer das Thema Zeit, Risiko, Auszahlungsprofil und Momentum. Und dieser Trade hier präsentiert eigentlich auch ganz gut, dass das kommt relativ vieles zusammen. Ich bin gestern gefragt worden im Room, woher wusstest du, dass der Markt dahin geht? Das hat sicherlich auch viel was mit Erfahrung zu tun, aber wir suchen halt Trades, die dementsprechend ja, viele Kriterien mitbringen, wo eben so ein Momentum entstehen kann, was sich entladen kann. Wir suchen halt hochvalide Setups, die Potenzial beinhalten. Eines der großen Themen in diesen eben angesprochenen Webinaren, die wir hier bei FX Flat gemacht haben: Was ist überhaupt ein Setup? Was ist ein Setup mit Potenzial? Woraus besteht ein komplettes Setup eigentlich? Und hier greifen wir also hier leben wir und traden diese Inhalte des Webinars. Und das wird ja auch ganz gut über den Trade repräsentiert. Wir haben also einen Trade, den wir im Vorfeld, wir wissen ja nicht, ob das Ding tatsächlich so hoch geht, also die Glaskugel besitzen wir noch nicht, das machen wir auch einen Stopp in der Regel. Und der Markt hier läuft relativ schnell massiv an. Das ist das, was wir uns eigentlich wünschen, also im kurzfristigen Handel auch kurzfristig eine Antwort zu bekommen. Hat ein Low-Risk-Profil, der Markt. Und bezogen auf die initiale Stoppgröße, die wir hier hatten, ist der Markt eigentlich auch fürstlich ins Plus gelaufen und hat auch dementsprechend was abgeworfen. Der nächste Trade, da sieht man mal hier, wie es ist, zu Beginn der Session mal mit einem Nein begrüßt zu werden. Das heißt also, wir haben hier den Markt verkauft, das ist der Gold Future gewesen. Da gab es direkt mal ein Nein und ein Minus-Trade. Daraufhin haben wir uns so etwas, das sieht man auch hier unten, mal erstmal gar nicht mehr in den Markt aufgehalten. Ihr seht auch, was die Trading-Frequenz angeht. Wir ziehen da sehr viel Tempo raus. Wir wollen keinen Aktionismus haben. Wir wollen einen klaren, strukturierten, sachlich differenzierten Handel aufbauen. Das bedeutet nicht, dass wir hier ständig auf die Maus klicken und Long Short und was weiß ich. Das seht ihr, wir haben eine relativ ruhige Trading-Frequenz. Dafür aber eine, die sich trägt, trotz Minus-Trades. Das heißt also, wir haben hier Minus kassiert. Wir haben dann hier abgewartet, was der Markt macht. Und dort, obwohl wir hier auf der 1-Minuten-Basis aus sind, wir haben die Trendgröße gewechselt. Wir haben jetzt hier einen Trend gehabt, der hochgegangen ist. Und den habe ich hier, das kann man jetzt leider nicht mehr sehen, mit einer fachlichen Unschärfe gehandelt. Großes Thema für sich. Da haben wir sehr viel Glück auch gehabt, das weiß ich ganz genau. Der ist tatsächlich auch, wäre fast auch ins Minus gelaufen. Der Stopp, glaube ich, war nur noch 2, 3 Ticks. Dann wären wir hier auch geflogen worden oder gekickt worden. Der Trade hat, ich glaube, ein initiales Risiko von 17, 18 Ticks oder sowas gehabt und ist dann dementsprechend auch mit einem ordentlichen, vernünftigen Auszahlungsprofil nach Hause gebracht worden. Wir sind hier mitten in die Bewegung, wie ich immer sage, die höchste Form der Schärfe. Wir beginnen den Trade mit einer gewissen fachlichen Unschärfe. Das heißt also, der Stop ist nicht immer genau ganz fachlich dort, auf einer 3 oder sowas, sondern wir halten ihn etwas unscharf, damit der Trade so ein Stück weit mehr Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Und jetzt haben wir hier den Markt mitten in die Bewegung mit der höchsten Form der Schärfe, zum Beginn Unschärfe, zum Schluss sehr viel Schärfe, in die Bewegung einfach verlassen. Der hatte auch ein ordentliches Payout-Risiko. Dadurch, dass wir von Minus-Trades nicht gefeilt sind, hier direkt mal ein gutes Beispiel dafür, wie wir auch
Trade-Serien leben. Wir leben nicht separiert von Trade zu Trade zu Trade. Wir begleiten also nicht nur einen Markt und machen hier einen Versuch und ziehen dann, wenn wir eins auf die Finger kriegen, die Finger zurück. Nein, sondern wir begleiten die Märkte halt dementsprechend weiter und suchen nach vernünftigen Möglichkeiten. Und das hier ist ein Trading-Beispiel aus dem Room, wo wir tatsächlich erst innerhalb der Serie hier zwei, dreimal geflogen sind, wo wir also Trades aufgebaut haben, die dazu geführt haben, dass wir gekickt werden. Jedes Mal, wenn wir sozusagen rausfliegen, zahlen wir logischerweise auch ein. Die Kunst ist halt wenig einzuzahlen. Und der letzte Trade, der hat es dann gebracht. Da ist der Markt dann dementsprechend ordentlich in die Knie gegangen. Wir handeln nicht nur auf, das sind jetzt Trades gewesen, die im Future gemacht worden sind. Wir handeln aber gezielt nicht nur Futures. Die Teilnehmer im Hintergrund gehen einige Trades auch mit. Wir machen da auch gezielt Trades auf CFDs oder in den Mikros. Das heißt also, es gibt ja jetzt seit geraumer Zeit auch die Mikro-Futures. Das bedeutet, man muss nicht unbedingt immer die Nasdaq oder den Dow Jones oder S&P Kontrakt handeln. Man kann mittlerweile auch die Mikros, die dazugehörigen Mikro-Future handeln, die eine deutlich geringere Tick-Size haben. Wir handeln aber auch sehr viel oder zunehmend auch mit CFDs, weil das auch so ein Stück weit auch von uns transportiert werden soll, dass man auch mit CFDs oder mit geringen Stückzahlen auch ein gutes Payout hinbekommen kann. Ich habe hier mal in der Hoffnung, dass das jetzt klappt. Genau. Einen kleinen, ich hoffe, ihr seht es jetzt, dass es läuft. Mal den Ton habe ich jetzt extra rausgenommen. In der Regel kommentieren wir, wie gesagt, auch die Trades. Das ist jetzt so ein Trade, wo der bewegt sich ja auch. Ihr seht das ja jetzt hier. Das ist hier so ein kleiner Mitschnitt mal aus dem Room. Wie gesagt, Ton, den hört ihr jetzt nicht. Eine Situation rausgesucht, die genau das alles beinhaltet, was wir gerade so ein Stück weit auch beleuchtet haben. Wir wollen Märkte haben, die relativ zügig anlaufen, beziehungsweise zunächst erstmal wenig kosten, falls es schief geht. Auch hier seht ihr relativ wenig Risiko initial auf den Trade. Punkt 1. Punkt 2, zügiges Anlaufen. Das ist das, was wir suchen. Und ich sage jetzt mal, wir versuchen, Punktespannen aus dem Markt zu ziehen und eben nicht nur dran zu knabbern. Das ist ein Minutenchart, was ihr hier seht. Und man könnte jetzt denken, guck mal, das sind ja nur 4 Minuten. Aber nochmal, schaut mal rechts auf die Skala. Wir sprechen hier über 70, 80, 90 Ticks teilweise, die der Markt dahin legt. Mit anderen Worten, man darf sich da jetzt nicht so täuschen lassen, dass das so eng und so klein aussieht. Da steckt nominal gesehen, monetär gesehen, ist da schon einiges hinter. Das nur mal so als Beispiel, was wir da so machen. Wie gesagt, auch im Rahmen von so einem Webinar ist es immer logischerweise begrenzt, so eine Atmosphäre, die wir da im Room haben, zu transportieren. Aber ich glaube, im Kern bin ich da durchgedrungen. Beleuchten wir nochmal den Ruhm aus einer anderen Perspektive. Ich hatte ja gesagt, wir machen nicht nur den klassischen Handel den klassischen Intraday-Handel, sondern wir leben auch eine andere Trendgröße, sprich andere Zeiteinheit. Ich habe es gerade schon mal angeschnitten, wir machen auch den Handel auf Tagesbasis, hier schwerpunktmäßig mit Aktien. Hier habe ich jetzt mal ein paar Trades rausgesucht. Und dann sind wir eigentlich auch schon gleich durch mit dem Kernteil. Hier habe ich jetzt mal ein paar Aktien rausgesucht, die wir
dort handeln auch im Room, wie gesagt, auf Tagesbasis. Wir zeigen da, wie wir zunächst erstmal generell den Markt screenen, mit welchen Techniken wir das tun, wie kommen wir auf diese Kandidaten, warum suchen wir uns diese Kandidaten raus. Und dann ist es so, dass wir, wenn diese Trades dann anlaufen, die dann auch regelmäßig wieder beleuchten im Room, sprich abends in der Regel schauen wir dann auf die Aktienseite, wie hat sich was entwickelt, wo sind wir, also wo hat zum Beispiel das Add-on den Stop nachgezogen. Der Roman ist aber auch ab und zu mal händisch unterwegs. Wo sind wir im Plus? Wo hat unser Target gegriffen? Hier sieht man, hier oben sind wir bei dem 2-1 mit dem Teilverkauf rausgegangen. Wo sind wir ausgestoppt worden? Das sind so die Trades, die wir in die Richtung, genau, im Room halt machen. Das hier ist ein weiteres Beispiel für einen Trade, den wir gestartet haben. Auch hier so mit ein bisschen mehr Toleranz, sprich mit einer gewissen fachlichen Unschärfe. Der Markt zieht relativ zügig an. Wenn wir hier Trades auf Tagesbasis aufbauen, dann kann es sein, je nach Marktkondition, dass die Trades auch mal ein paar Wochen laufen. Seltener. Also unabhängig von dem Trading Room, markttechnische Trends oder Trendgrößen, gerade hier auf dieser Trendgröße, die haben so eine Zielgröße von also 6, 7, 8 Wochen maximal. Markttechnischer Handel ist ein aktiver Börsenhandel, das heißt also, das sind jetzt keine Trades, die wir über Monate in der Regel halten, sondern wir suchen immer wieder, wenn wir Gewinn machen in der einen Aktie oder in irgendeinem Trade, dann versuchen wir sozusagen diesen Gewinn direkt wieder zu reinvestieren. Das heißt, wir haben eine gewisse Rotation, da gibt es ein gewisses Rotationsprinzip innerhalb der Aktien und das versuchen wir für uns zu nutzen. Das hier ist auch so, wie gesagt, ein Trading-Beispiel gewesen und das hier ist auch noch, ne, wieder in die andere Richtung, so, ne, dahin, so. Das hier ist auch noch so ein Trade, den wir im Room gemacht haben, der dementsprechend von uns begleitet wurde und auch erklärt wurde, wo wir hier die Ziele sehen. Das sind jetzt Trades von Anfang Februar. Wir sind relativ gut reingekommen in dieses Portfolio. Nochmal, hier ist natürlich durch den Gesamtmarktschock alles runtergekommen und ja, beerdigt worden. Aber ihr seht, wir sind halt, wir ziehen die Stops auch relativ nah an. Wenn wir weiter in der Bewegung stehen, dann wechseln wir auch die Stop-Logiken, also vom Trendhandel auf Tagesbasis teilweise auch in den Bewegungshandel. Das heißt also, wir haben diesen Kernschock jetzt so nicht erlebt, und konnten eigentlich noch unter dem Schnitt Profit rausziehen. Genau, das ist also auch ein Teil des Ruhms. Ich bin im Kern durch. Das war auch ungefähr so die Zielgröße, so bei knapp 30, 40 Minuten zu liegen. Jetzt sind wir knapp bei 45, das passt. Wenn es Fragen gibt zum Room oder zu Trades oder sowas, dann gerne jetzt. Ansonsten würde ich, bevor ich den Cut mache, noch auf die Links hinweisen. Ich habe hier mal, schreibe ich jetzt auch in den Chat rein, den habe ich jetzt mal an alle rausgeschickt, den Link für den Trading Room, wo man sich anmelden kann. Es gibt eine besondere Situation, also eine besondere Aktion gerade. Wer Kunde bei FX Flat ist, kann den Room für 79 anstatt 99 Euro buchen. Und hier habe ich euch mal die Links reingestellt, wo ihr weitere Informationen findet oder wo man den Room buchen kann, beziehungsweise auch ein Konto eröffnen kann. Die Seite,
die hier unten genannt ist, Trading Room Pro, die wird just heute Morgen gerade umgebaut. Das heißt also, die ist jetzt gerade nicht zu erreichen. Die geht, glaube ich, erst wieder am Montag an den Start. Da mussten wir ein paar Updates machen. Nichtsdestotrotz, Informationen zum Room als auch Buchungsmöglichkeiten findet ihr auf markttechniktrading.de/shop. Jetzt kommt die erste Frage rein. 79 Euro für einen Monat oder pro Woche? Nein, für den kompletten Monat. Und es ist so, dass man jedes Mal selber aktiv werden muss. Nehmen wir mal an, jemand meldet sich an, der dabei sein möchte und warum auch immer sagt er, nö, ich möchte das nicht mehr buchen. Der muss eigentlich gar nichts tun, nicht mal kündigen. Denn wenn derjenige weiterhin dabei sein möchte, muss er aktiv jeden Monat neu buchen. Wir haben gezielt kein Abo oder keine Vertragsbindung oder sowas gewählt. Wir wollen hier niemanden an uns binden. Nochmal, wir sind hier nicht mit dem Zeigefinger unterwegs. Wir wollen hier einfach nur ein paar Anstöße geben. Das müssten jetzt eigentlich die Teilnehmer, die schon dabei sind, bewerten und nicht ich. Aber das kommt tatsächlich gut, sehr gut an und nichtsdestotrotz möchten wir da jetzt niemanden wie längerfristig an uns binden. Das ist nicht unser Ansinnen. Dann kommt da eine Frage rein, kleiner Augenblick, die muss ich jetzt mal etwas größer ziehen, weil die Frage an sich, ich kann die nicht ganz in einem Stück lesen. So, ich lese sie mal vor. Hallo, so. Ich wollte Sie fragen, was für eine Einstiegslogik Sie anwenden. Ihre Einstiege sind ja immer sehr nah am Tief, beziehungsweise sehr früh von der Bewegung. Weil Sie sind ja nie an einem 9.2 eingestiegen. Vielen Dank nochmal für das tolle Webinar. Das ist eine sehr gute Frage und ich bin immer jemand, der sich über Fragen freut, generell, und das ist mal eine richtig gute Frage. Vor allem beweist das, dass Sie sehr aufmerksam waren. Das ist korrekt. Wir meiden einen Punkt 2. Was ist damit gemeint? Viele Leute, die sich so über dieses Thema schon über Literatur genähert haben und sowas, für die wird natürlich so ein Punkt 2, um sie abzuholen, um Wissen aufzubauen, erstmal als Dreh- und Angelpunkt dargestellt. Das ist auch okay so, damit man diese Grundstrukturen auch verinnerlicht in so einem Trade. Ich springe jetzt mal in den Folien zurück. Eine Sekunde. Ich hoffe, ich habe jetzt eine Folie. Genau. Hier habe ich jetzt mal einen Trade direkt an einem P2 genommen. Das heißt also, das hier ist der Trend. Das ist aber eigentlich eher ein Trade, den ich meide. Okay, das ist jetzt hier tatsächlich eine Ausnahme. Deshalb habe ich hier jetzt auch gerade, als ich diesen Trade beschrieben habe, gesagt, wir haben hier eine Stop-Logik angewandt, die wir in der Regel auf dieser Zeiteinheit nicht anwenden. Das spricht eher mehr die Erfahrung jetzt. Aber das hier ist ein Trade, da haben wir mal einen P2 gehandelt. Aber in der Regel, und da haben Sie recht, sehr gut aufgepasst, handeln wir hier übrigens auch. Das stimmt, da haben wir auch ein P2. Aber in der Regel ist das hier unser Zuhause. Ja? Diese Trades sind die Trades, die wir suchen, die wir forcieren. Wir sind ständig darauf aus, wenig Risiko in unseren Trades zu fahren. Wir sind ständig darauf aus, ein gutes Payout hinzubekommen, also ein gutes Auszahlungsprofil. Und wir wollen an den Punkten, wo der Anfänger in der Regel eher reingeht, da gehen wir eher raus. Jetzt ist es so, nochmal, um das Verständnis bei dem, der sich diesem Thema nähert, aufzubauen, wird ein Punkt 2 als Einstiegsmöglichkeit dargestellt. Nochmal, das ist auch fachlich nicht ganz falsch, an einem P2 reinzugehen. Nur hier müssen wir auch
die Lupe draufhalten, über welchen P2 sprechen wir? Sprechen wir über den P2 einer Signallage oder Großwetterlage? Fragezeichen. Und dann gibt es noch neben einer GWL und Signallage weitere Kriterien, die ich unbedingt abklopfen muss. Hat der Trade auch fernab dieser Signal- und Großwetterlage Potenzial? Ja, da bitte wieder auf die Webinare, die ich gerade angesprochen habe, mal zurückgreifen. Da wird einiges auch erklärt. Und wir versuchen nachher halt tatsächlich Trades abzugreifen, die eben dieses Potenzial beinhalten, zügig und sich Momentum geladen zu entladen. Ja, ich hoffe, ich bin so ein bisschen durchgedrungen. Hier ist zum Beispiel auch so ein schönes Beispiel, was ich gerade schon gesagt habe. Versuchen immer aus den Korrekturen rauszukommen, dass es jetzt immer so ein Touch and Go ist. Das, ne, nochmal, das ist nicht immer so. Nochmal, wir haben auch Minus-Trades, ganz wichtig. Aber wir haben halt einen ganz speziellen Umgang mit Minus-Trades, vor allem auch aus monetärer Sicht. Ja, die sind. Ich habe überhaupt gar kein Problem, 4, 5, 6 Mal hintereinander ausgestoppt zu werden. Überhaupt nicht. Das bringe ich auch meinen Coaching-Teilnehmern in der Regel immer sehr, sehr schnell und sehr nachhaltig bei. Es ist die Frage, was kommt danach? Was kommt nach dem Nein? Wenn der Markt mir ein Nein gibt, was kommt danach? Was mache ich als Händler? Gut. Ich soll was zum Add-on sagen, wünscht sich jemand, und zwar zum Stereo-Trader. Da ist er. Das ist unser neuestes Baby, muss man sagen. Da ist es so, wir haben auch da ein paar Webinare draußen gemacht. Ich habe das zusammen mit dem Dirk Hilger gemacht. Wir werden jetzt auch noch in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen da einiges an Webinaren und sonstiges noch raushauen. Vor diesem Hintergrund der aktuellen Situation, wo wir kriegen es ja mit, ob nun die Mitarbeiter bei FX Flat oder ich hier zu Hause privat im Büro, als auch Sie, haben halt jetzt müssen sich halt neu umstellen irgendwie und Kinderbetreuung und Co. Und da müssen wir einfach ein paar Sachen nach hinten schieben. Nichtsdestotrotz, wir werden da auch noch definitiv nachliefern. Es gibt eine Seite, die, wie gesagt, wird demnächst auch fertig gemacht. Die heißt www.markttechnik-addon.de. Da werden auch da sind Videos auch hinterlegt zu dem Add-on, unter anderem auch hier zum Stereo-Trader. Und genau, das hier ist so das Neueste, wie ich es gerade gesagt habe. Das gefällt mir ganz gut, sehr schlicht, sehr, sehr leicht aus. Ich bin jemand, der das nicht mag, wenn es zu überfrachtet ist. Das ist uns hier auch gelungen, beziehungsweise dem Programmierer das hier auch sehr leicht zu halten, sehr intuitiv bedienbar. Und so sieht das Ganze aus. Das ist hier unten links, das hier oben rechts, der Stereo-Trader, unten links ist das Add-on, wo Sie die Trenderkennung mit steuern können, die Lower-Timeframe, Higher-Timeframe. Wir haben hier die Möglichkeiten von Entry-Boxen, die wir uns darstellen können. Wir können die Bars, die höhere Trendgröße bilden, an- ausschalten. Egal welches Add-on Sie benutzen, die Add-ons sind in der Lage, einen Halbautomatismus durchzuhandeln. Das bedeutet, Sie machen den Trade auf. Sie entscheiden als Händler vorher, möchte ich den Trendhandel machen oder möchte ich den Bewegungshandel unter Beachtung von Innenstäben machen? Und die Add-ons sind in der Lage, eben fachlich korrekt, sauber die Stops zu trailen. Sie müssen im Grunde genommen so gesehen nichts mehr machen. Und das kann man hier unten wählen, ob ich jetzt Move, den Bewegungshandel, also den Trailing Stop Move, Bewegungshandel oder eben Trendhandel haben möchte. Das kann man alles ja, selber individuell entscheiden und tun und machen. Ich hoffe, ich habe so einigermaßen was zum Add-on, also genau das getroffen, was Sie hören wollten. Wenn Sie noch eine Frage haben, dann schieben Sie die einfach nach, dann würde ich die auch noch einbauen.
Ansonsten, wenn es keine Fragen mehr gibt, wie gesagt, es gibt ja noch meine E-Mail-Adresse, die habe ich zu Beginn eingeblendet. Da kann man mich auch noch mal erreichen. Würde ich hier einen Cut machen. Ich wünsche Ihnen und euch allen einen guten Resthandelstag. Und wir wiederholen das Webinar nochmal, ich glaube, übernächste Woche am 8. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, am 8. Wiederholen wir das Ganze nochmal. Ich versuche dann auch nochmal andere Trades zu zeigen, die dann wiederum in der Zwischenzeit im Room gemacht worden sind. Müssen wir mal schauen. Gut, dann von meiner Seite aus einen schönen Tag, viel Erfolg und ich gebe zurück ins Studio zu den Kollegen von FX Ja, hier ist das FX Flat Studio. Ich kann mich den Worten nur anschließen. Ich wünsche allen Teilnehmern ja, ein schönes Wochenende, viel Erfolg bei den Trades in der kommenden Woche und ja, bleiben Sie gesund, ne? Das ist eigentlich das Wichtigste momentan. Auch Also, von mir bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. ja, ciao.